Junge, spring hoch jetzt. Okay, Spiel. Haben wir schön ein bisschen rumgebackt. War knapp. Mann, warum hält er sich da fest? Da sind scheiß Stacheln. Hallöchen, Männchen. Auch dir einen wunderschönen Dienstag. Schön, dass du da bist. Ne, was waren das denn? Na Mädchen, gab's heute bei dir Fisch? Was? Schon wieder kein Fisch? Ach man, was war denn das schon wieder? Lass mich nach oben. Alter, endlich. Holy shit, ey. Oh, endlich. Ja, Alter, ja. Dankeschön. Dankeschön euch beiden. Hier gibt es noch ein Item. Ja, mal gucken gehen wir. Aber ich glaube, das war das Item, was hinter diesem Gitter war, ne? Wo ich mich dann auch frage, wie soll man denn da hinkommen? Seite vielleicht? Das hatte ich doch auch schon probiert, oder? Hm. Nichts. So Leute, wie sieht's aus? Wo ist der letzte Splitter? Das wird denn der letzte Parcours sein, ne? Der wird bestimmt richtig hart. Mir fehlt noch ein Baby, ne? 98% von der Karte. Das Einzige, was ich noch sehe, wo wir vielleicht noch was aufdecken könnten, wäre hier am Baum der Ewigkeit oder der eiserne Baum, ne, wegen der Halle der Dämmerung, weil da ist noch ein Weg. Und sonst noch ein Guni, ne? Das ist das Einzige, aber es können doch nicht dann 2% sein. Den Rest haben wir doch schon alles aufgedeckt. Es sei denn, das ist hier noch so ein riesiges Areal bis hier oben hin, so. Ja, okay, dann sind es 2%, aber... Wenn es jetzt hier nur so 2-3 Räume sind, das sind doch noch keine 2-3%. Wir sollen mal kicken, wa? Okay, was brauchen wir hier? Gift. Gift. Dann nehmen wir den erstmal weg. Da man, der letzte Splitter. Auch 3,45, na das kann ja was werden, Leute. Okay. Die paar Schläge nehme ich gerne in Kauf. Okay, wie geht's weiter hier? Übersicht gleich 0, ey. Nice. Double hit. So, heute kommen drei von den Bestellungen kommen heute wohl an. Irgendwann zwischen 12 und 13.45 Uhr. Ja, bin ich mal gespannt. Will da nicht drauf landen. Da bestimmt eine Möglichkeit da trotzdem drauf zu landen. Ja, siehst du? Aber der fährt dann leider in die falsche Richtung. Das ist natürlich ein Sch... Probier's trotzdem nochmal. Das nämlich abkürzen können, habe ich halt hinten noch mehr Zeit raus, ne? Das ist alles auf einem globalen Timer hier, oder was? Ja, lustig. Das ist alles auf einem globalen Timer? Oh. Okay. Muss er nach unten. Alles klar. Okay, wenn das alles auf dem globalen Timer ist, dann brauche ich ja da nicht runterspringen, was? Scheiße. Ich habe keine Ahnung, warum ich da abgesprungen bin. Okay. Game. Alter Schwede. Ja, genau. Geht's noch? Jetzt haben die auch noch diese scheiß Pendel drin, ey, ich glaub's doch. wirklich ausprobieren. Könnte man eigentlich ausprobieren. Ja, okay, ich habe jetzt nicht gewusst, dass ich komplett durchfalle. Das nächste Mal. Okay, dann halte ich nicht fest. Shit. Too late. Alles klar, bis gleich. Oder später. Was wollen die denn da jetzt noch alles? Sind die denn bescheuert? Ich dachte, ich spiele hier Blasphemous und nicht Ori und The Blind Forest, ey. Fuck you. Nein, 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 nein. Ach, warum bist du nach unten durchgeflogen? Okay, hätte ich nicht fest. Mann, ey. Zu spät. Ja, toll. Weil Time natürlich off, weil mich getroffen hat. Gehe ich dann da gleich mit oder sobald er da durch ist? Okay, nice. Gott, ist das echt scheiße mit diesen Laternen da, ey. Was geht? Ja, Time Trial geht. Ansonsten einen wunderschönen Dienstag wünsche ich dir. Ach, zu spät. Time Trial. Das ist alles nur für so einen scheiß Splitter, ey. Ich hoffe, danach gibt es noch ein richtig geiles Level, ey. Was doch gelohnt hat. Und sonst? Wie geht's? Geht's? Kommst du gut voran mit deinem Speedrun? Ich habe dir ein paar Guides angeguckt, ein paar Tutorials. Speedrun, nuschig? Geht's soweit so ganz gut? Naja, ist ja klar. Nicht verstanden. Na klar doch. Wolltest du nicht hören? Das ist der Unterschied. Okay, was kommt jetzt von der Scheiße? Okay, ich habe nicht auf meine HP geachtet. Danke, Mädchen. Ich hoffe nicht, dass Infrantik jetzt einen Roman schreibt hier. Oh, ganz schön lange, wa? Um auf meine Frage zu antworten. Hier muss ich ein bisschen auf meine HP aufpassen. In der Mitte so stehen bleiben? Ja, wow. Theoretisch schon. Alter, Leute. Vertreibt nicht. So, was kommt jetzt hin? Hier geht's falsch. Oh, leck mich am Arsch, Spiel, ey. So. Ja, keine Zeit oder was für mich? Das ist noch nicht so weit. Na. Davon gehe ich mal aus. Ja, ganz ehrlich, aber die Frage war ja, ob du dir schon mal ein paar Guides jetzt angeguckt hast. Ein paar Tutorials. Das war ja die Frage. Oder ob du dich da noch null informiert hast. Och Leute. Rasse? Geil. Und was sagst du? Sind die einfach? Die Glitches? Oder sind sie schwer? Erstmal nur angeguckt oder was, wie sie theoretisch gehen sollten. Im Prinzip gibt es ja, glaube ich, bloß ein paar, wenn es danach geht. Den Bucket Glitch und den Horse Glitch, oder? Also, dass du mit dem Eimer irgendwie durch Wände durchgehen kannst und das Pferd, womit du dann so Super Speed bekommst. Ich glaube, mehr brauchst du da auch nicht. Ja, und dann halt natürlich die Fähigkeit mit dem Wrong Warp oder Wrong Save. Wo du einen Save lädst, aber dann aus einer anderen Tür irgendwie rausgehst. Du machst ja diesen Save am Anfang da bei der Höhle. What? I don't know. Ist mir egal, Leute. Ja, ja, ja. Stufe aufgestiegen. Jo, GZ. Infantik, Level 2. Herzlichen Glückwunsch. Den Save hast du dich beschäftigt. Ja, du musst irgendwie in eine Ladezone rein und gleichzeitig irgendwie laden und ach, ganz komisch. Es hat irgendwie damit zu tun, dass das Spiel dich zu einer Location schicken möchte. Skyrim. Dass das Spiel dich zu einer Location schicken möchte und aber mit dem Save, den du halt lädst. Und das funktioniert aber bei Fallout 4 genauso. Da gibt es auch diesen Save Warp. Mann, ey, was für ein Rotzlöffel. Nein. Ach, warum hat denn der so nach links geschwungen? Ist er. Gib mal Ausrufezeichen CMDS ein. Und da gibt es eine Rubrik, die nennt sich Spiele. Und dafür sind die Token. Ja, du kannst halt Revolver spielen oder Slots. What? Der mich gerade irgendwie runtergekickt oder was? wir müssen auf die HP achten. Nein, du Arsch, ey. Mann. Wie viele Speedruns hast du denn schon gemacht, Mädchen? Null? Wird so langsam mal Zeit, oder? Wolltest du nicht immer anfangen? Ich hätte also was gehört wie ein Resident Evil Speedrun.